Er hat da seine Stofftiere, seine Playmobil-Männer. Er spielt nicht in einem Zimmer, wo er da alleine nur mit einem Piano selbst sich überlassen ist. Vorahnung, ich weiß es nicht. Es ist unglaublich, wenn man so denken würde, ja. Dann hat er vielleicht mehr vorgeahnt als ich und als wir alle zusammen. Sophie Mentor, die war total verliebt für Franz Liszt als Schülerin. Die war in damaliger Zeit, was ich weiß, die beste Pianistin in Europa. Das ist so gerne. Franz Liszt mit Sophia Mentor, das muss eine richtige Zusammenfrau sein. Ja.